Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Zoller. Ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 14. Oktober. Gut, beginnen wir gleich mit dem Tagesschart vom Freitag. Wir waren ja am Freitag weiterhin im Long-Modus. Der Kreis war blau. Allerdings hatte ich dann nicht damit gerechnet, dass wir so einen enormen Auftrieb am Freitag haben werden mit einem Aufschlag von 2,86%, also knapp 3% beinahe aus dem Handel gehen werden, über der Marke von 12.500 Punkten bei 12.511 Punkten. Wir sind auch direkt mit einem Gap-Up in den Handel gestartet bei 12.202 Punkte auf der Unterseite. Dieses Gap-Up dürfte dann auch wieder im weiteren Verlauf geschlossen werden, genauso wie die vorherigen Gaps. Das bedeutet, der DAX dürfte höchstwahrscheinlich nochmal in diesem Bereich hier zurückkehren und das wiederum bedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht vor einem nachhaltigen Durchbruch stehen werden über den Widerstand von 12.460, 12.530 Punkten. Diese Widerstandslinie, dieser Widerstandsbereich von 12.460, 12.530 Punkte hatte er in den Vorwochen und Vormonaten immer wieder gehalten und wir konnten hier nicht nach oben durchbrechen und wir sind in dem Bereich immer wieder nach unten abgedreht und das dürfte höchstwahrscheinlich auch in diesem Fall wieder geschehen und wir dürften dann wieder Kurs nehmen, letztendlich auf dieses neue offene Gap bei 12.200 Punkten. Abzuwarten bleibt dann aber, wie sich der DAX dann verhält, sobald er hier dieses untere Gap dann wieder geschlossen hat, ob wir dann hier wieder nach oben abdrehen und dann letztendlich auch den Rücken nach unten frei haben, das Gap eben dicht ist und wir dann nachhaltig nach oben ansteigen können oder ob wir dann direkt weiter nach unten durchbrechen und wieder Kurs nehmen auf die Marke von 12.000 Punkten. Das wird auch viel davon abhängen von externen Faktoren wie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, wie dem Brexit-Verlauf, ob es da nun einen harten Brexit geben wird oder einen weichen Brexit, also eine Einigung geben wird. Und insofern bleibt der DAX höchstwahrscheinlich auch eine sehr volatil, je nach Nachrichtenlage. Für den heutigen Montag befindet sich der Short-Bereich dann zwischen 12.480 und 12.530 Punkten und der Long-Bereich dann zwischen 12.180 und 12.220 Punkten. Das wären dann wieder unsere grünen bzw. roten Markierungslinien, die für den heutigen Tageshandel dann den Long- und Short-Bereich darstellen. Allerdings, wie schon erwähnt, wir befinden uns noch im Long-Modus, der Kreis ist blau und insofern sollten Short-Positionen nicht über Nacht gehalten werden bisher und Long-Positionen könnten über Nacht gehalten werden. Man muss aber nun aufpassen, ob der DAX dann eventuell wieder nach unten abdreht und der Kreis dann im weiteren Verlauf dann wieder auf Rot dreht. Ich werde das dann sofort unter dem Kommentarbereich dann im YouTube-Video mitteilen, sollte es da zu einem Farbwechsel von blau auf Rot kommen. Gut, dann wären wir erstmal durch für heute. Ich melde mich später nochmal dann mit dem ING Markets Chartflash am Nachmittag und dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call, beziehungsweise dann im Verlauf noch mit Kommentaren unter dem Video. Viel Erfolg für den heutigen Handel, einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche und bis morgen.